Noch keine große Aufregung herrscht beim SC Preußen Münster vor dem Derby am Samstag gegen den VfL Osnabrück. Auf und neben dem Trainingsplatz sieht man eher die in den letzten Wochen schon gewohnte Mischung aus Konzentration und Lockerheit bzw. guter Stimmung. Für den Tabellenfünften kam die zweiwöchige Länderspielpause gerade recht, um die Akkus wieder aufzuladen. Lediglich ein Pflichtspiel stand auf dem Programm. In der ersten Runde des Westfalenpokals bezwang man den TuS Hiltrup ungefährdet mit 5:0. Doch jetzt muss man zum Tabellendritten der dritten Liga. Erhält das Derby zusätzliche Würze, da es gleichzeitig ein Spitzenspiel ist? Definitiv ist es auf jeden Fall ein richtungsweisendes Spiel für uns. Und wenn wir das gewinnen, dann ist klar, dass wir dann oben dran bleiben. Denke ich, dass für beide noch so ein bisschen das Bonbon ist. Aber nichtsdestotrotz ist es in erster Linie das Derby, das, wo alle da heiß drauf sind. Siehst du mehr Druck beim VfL Osnabrück, also die Favoritenrolle vielleicht auch? Ach, da will ich auch gar nicht großartig hin und her schieben. Das ist ein Derby. Da wollen beide Mannschaften gewinnen, egal welche Ziele sie in der Saison haben. Und ich hoffe, dass wir es zum ersten Mal auswärts schaffen werden. Ich habe es letztes Jahr ja auch miterlebt und da waren wir knapp davor. Und ich hoffe, wir machen es diesmal besser. Die Preußen wissen um die Stärken des kommenden Gegners. Ein entscheidender Faktor im Derby wird auch die Unterstützung von den Rängen, von den eigenen Fans werden. Da müssen wir nicht viel erfordern. Das ist eine Mannschaft, eine sehr erfahrene Mannschaft, die von hinten bis vorne gut bestückt ist. Stehen nicht umsonst da oben und haben Heimrecht. Deswegen, egal wie das Wetter ist am Samstag, wir brauchen die Unterstützung. Und ich glaube, das Kontingent ist auch sofort ausverkauft gewesen. Das brauchen wir am Samstag. Wenn du da schon rauskommst, da brennt die Hütte schon und da ist so eine geile Stimmung. Und das enge Spielfeld da oder das enge Stadion, das macht, da muss jeder Fußballer Freude haben, dort zu spielen. Und ein Derby hat seine eigenen Gesetze und da freuen wir uns wirklich riesig drauf. Der Support der Fans ist den Adlerträgern wohl sicher. Nach dem guten Saisonstart und teilweise berauschenden Spielen hat man bei den Anhängern viel Kredit hinzugewonnen. Und bei Münsters Kickern herrscht gesundes Selbstvertrauen. Nicht der Gegner ist entscheidend, sondern die eigenen Stärken. Wir haben uns wirklich in dieser Saison sehr, sehr gut präsentiert und wir brauchen uns vor keiner Mannschaft zu verstecken. Wenn wir das wieder abrufen, was wir die letzten Wochen abgerufen haben, dieses Kollektiv, diese Entschlossenheit, diese Leidenschaft und dann das Spielerische, dann wer soll uns da schlagen? Und wir wissen zwar, wir haben großen Respekt vor Osnabrück, das soll auch so sein, aber wir fahren da auch hin, um was zu holen. Respekt vor dem Gegner hat auch Benny Siegert. Für ihn ist es nicht nur ein Derby, sondern gleichzeitig eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Man denkt natürlich positiv wie negativ an diese Zeiten zurück. Ist ja ganz klar, wenn man bei einem Verein gespielt hat. Aber wie gesagt, ich würde mich natürlich freuen, ein Tor zu machen. Aber nicht, weil ich jetzt persönlich Osnabrück die Situation verschärfen würde oder werde. Nur für uns, für unseren Verein, die 3 Punkte mitzunehmen und natürlich dann auch für unsere Fans ein sehr, sehr schönes Wochenende zu verbringen. Siegert war zuletzt aus der ersten Elf rausrotiert. Die Besetzung der Außenpositionen im Mittelfeld sind ein viel diskutiertes Thema. Der Betroffene selbst hingegen nimmt es ganz sportlich. Solange die Mannschaft gut spielt, solange wir als Mannschaft gewinnen, ich denke, hat keiner damit ein Problem, mal draußen zu sein. Aber natürlich wünscht sich jeder zu spielen und ich wünsche es mir persönlich natürlich auch. Und wenn es jetzt natürlich Samstag dann klappt, ist natürlich umso schöner das Comeback. Nach den Eindrücken aus dem Westfalenpokal in Hiltrup scheint eine Rückkehr in die erste Elf am Samstag für Benjamin Siegert recht wahrscheinlich. Doch der Mittelfeldmann will sich noch nicht zu früh freuen. Das werden wir Samstag sehen, ob Siegert in der Startelf ist oder auf dem Platz steht oder auf der Bank wieder sitzt. Also wie gesagt, ich nehme es so hin, wie es kommt. Alles Weitere kann ich erst am Samstag sehen.